und schön, dass ihr dabei seid. Das sind gefüllte Brezelbrötchen und die möchte ich heute mit euch machen. Das sind super leckere, weiche Brötchen gefüllt mit Mozzarella. Und das habe ich natürlich wieder aus diesem tollen Buch, das Rezept. Und ich habe es natürlich wieder mit LM gemacht. Dann brauche ich natürlich auch wieder viel länger. Da macht man den Teig abends und am anderen Tag bereitet man dann die Brötchen vor. Ich schreibe unterm Film natürlich auch auf, wie das gemacht wird mit der frischen Bierhefe. Und da braucht ihr, das Rezept dauert ungefähr dann 1,5 Stunden. Also es geht wesentlich schneller. Die Ruhzeit von dem Teig ist dann nur 30 Minuten. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach sofort an. Und ja, viel Spaß beim Füllen. Wir brauchen für dieses Rezept 1-2 große Rosmarin. Davon nehmt ihr nur die Nadeln, gebt die in den Mixtopf rein und lasst das dann für 5 Sekunden auf Stufe 10. Sollten die Nadeln noch nicht zu klein sein, dann macht das Ganze nochmal. Danach gebt ihr 50 Gramm Butter rein, 300 Gramm Wasser und 1 Teelöffel Zucker. Und das lassen wir dann für 2 Minuten 37 Grad auf der Stufe 2. Jetzt gebe ich 200 Gramm von meinem Levitur Madre rein, was ich einen Abend vorher aufgefrischt habe. Und das geht für eine Minute auf Stufe 1 bis 3, bis sich das wirklich alles gut aufgelöst hat. Danach gebe ich 325 Gramm Weizenmehl rein und 300 Gramm Dinkelmehl. Dann noch ein Ei. Und ein Teelöffel Salz, also so 12-15 Gramm Salz mit rein. Und das lassen wir dann auf der Knettaste für circa 3 Minuten. Der Teig ist super aufgegangen. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe den allerdings so nach einer Stunde einmal nur so 4-5 Mal gefaltet. Von links nach rechts, von oben nach unten. Aber hier drin nur einmal falten und dann wieder warm gestellt. Ihr müsst es natürlich nicht machen, mit Hefe geht der schneller hoch, auch ohne, dass ihr das so faltet. Aber bei LM muss ich das manchmal so machen, wenn ich merke, der braucht zu lange. Dann falte ich den eben einmal zwischendurch und dann geht das wunderbar. So, jetzt holen wir unseren Teig raus. Okay. Super, bleibt nichts. Kleben hier. Ja, perfekt. Der ist super, super weich, also ganz, 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 ganz toll. Und jetzt wird er geteilt und zwar brauche ich, was heißt brauche ich? Ihr könnt die Brötchen ja so groß machen, wie ihr möchtet. Aber ich mache da 20 Brötchen raus. Ja, ich schaue mal, ob ich das so hinkriege. Und werde das jetzt einmal teilen. Die decke ich jetzt erstmal ab, damit mir das auch nicht austrocknet in der Zeit, wo ich hier am Bearbeiten bin. Und jetzt werden wir die Brötchen einmal ein bisschen Spannung geben. Und zwar ziehen wir die immer so im Kreis. So geben, machen die dann etwas platt. Geben dann ein Stück Mozzarella rein und ziehen die dann so zusammen. Und schleifen. Und so sieht das aus. Und jetzt gebe ich das hier auf das Backblech. So mache ich das jetzt weiter, bis ich alle fertig habe. So, das ist der letzte und ich zeige euch den. Ihr müsst die jetzt nicht unbedingt mit Mozzarella füllen. Und zwar könnt ihr auch einfach nur so ein langes Brötchen formen. So. Und rollt das einfach so ein. So, das wollte ich euch nochmal zeigen. Und dann gebt ihr das einfach so auf das Backblech. Das decke ich jetzt ab und lasse das nochmal, also ich muss das bestimmt nochmal so eine Stunde lassen.
In der Zeit, wo der Teig am Gehen ist, machen wir uns schon mal unsere Rosmarinbutter. Und zwar brauchen wir die nachher für zum Bestreichen auf die Brötchen obendrauf. Und dazu brauchen wir dann einmal die Butter. Und von dem Knoblauchpulver ungefähr so einen halben Teelöffel. Dann noch etwas Pfeffer. Und hier habe ich etwas Thymian, das gebe ich auch noch mit rein. Und was nicht fehlen darf, ist natürlich das Salz. Davon auch nur so ein Hauch, also eine Messerspitze oder etwas mehr. So, das lassen wir jetzt einmal für 3 Minuten 100 Grad auf Stufe 1. Ja. Deckel drauf machen. So, und danach füllen wir das um. Und dann brauchen wir noch ein ganz bisschen von dem Rosmarin in ganz kleine Stückchen gehackt. Das kommt noch mit rein, wird verrührt und das brauchen wir, wie gesagt, für auf die Brötchen obendrauf. Ich habe hier 1 Liter Wasser und 50 Gramm Kaisernatron zum Kochen gebracht. Und jetzt das Wasser auch vom Herd nehmen oder ausstellen. Und jetzt geben wir die Teiglinge rein, die habe ich so circa 1,5-2 Stunden gehen lassen. Ich habe das ja mit LM gemacht, wenn das der Fall ist mit der Bierhefe, reicht dann eine halbe Stunde ungefähr. So kommen die ins Wasser für 30 Sekunden und kommen dann auf das Backblech und der Backofen muss dann schon auf 180 Grad vorgeheizt werden. Die Brezelbrötchen mit der Rosmarinbutter bestreichen. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen zu viel Butter draufgegeben, also die wirklich nur ganz leicht oben drauf geben. Etwas Parmesankäse und Rosmarin auf die Brötchen geben und dann kann das in den vorgeheizten Backofen. Ja, und so kommen die jetzt in den Backofen für circa 30 Minuten. Ja, meine Lieben, so sehen die Brötchen aus. Diese Brezelbrötchen sehen super aus und ich denke, dass die auch richtig, richtig lecker schmecken werden. Ja, ich werde jetzt noch nicht probieren, da die ja super, super heiß sind. Das machen wir dann nachher. Lieben, guckt euch diese leckeren, super klasse Brötchen an. Ich habe es hier einmal durchgeschnitten und guckt euch das mal an, wie weich die sind. Und hier ist die Mozzarella drin. Also einfach klasse. Einfach, einfach klasse, ja. Guckt euch das an. Boah. Richtig lecker. Ich kann euch wirklich empfehlen, diese Brötchen zu machen. Spart nicht mit der Mozzarella, seht zu, dass die unten richtig fest zu ist. Bei mir sind bei manchen das auch aufgegangen, weil ich hätte es noch etwas fester zumachen sollen, ja. Aber so was Weiches und fluffig, also und lecker, die kann man so essen, man muss sie nicht füllen. Kann man natürlich auch mit Salami und Käse nochmal extra, aber man kann die wirklich so essen. Ja, ich hoffe, dass dieses Rezept euch gefallen hat und würde sagen, ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Auf eure Kommentare freue ich mich natürlich immer. Und bleibt alle gesund. Bis dahin, tschüss. Mm.